Hallo, ihr Kokosnuss-Penetrierer, zur 30. Folge Monster Hunter 3 Ultimate. In der letzten Folge haben wir diesen komischen Quattro, komischen Vogel da fertig gemacht. Jetzt will ich mich auf eine andere Mission vorbereiten. Und zwar habe ich eine der älteren Missionen nochmal neu geladen. Geht ja zum Glück. Und zwar den Arzuros. Genau, den Bären. Also dieses Bärenvieh. Weil laut der Moga-Prognose ist aktuell keiner da. Wäre sehr schade. Und für eine Rüstung mit ein bisschen besserem Wasserschutz brauchen wir nun mal Arzuros. Also die Arzuros-Rüstung ist die beste aktuelle Rüstung mit Wasserschutz. Und wenn wir schon den König Lutroff, oder wie auch immer dieses Ding heißt, bekämpfen, dann natürlich nur, wenn wir auch richtig vorbereitet sind. So, wenn ich mich recht entsinne, war der Bär hier. Sieht aber aktuell nicht so aus. Also heißt es suchen. Ba, wo könntest du sein? Am besten in einem Gebiet mit Honig, würde ich mal sagen. Das sind die Yagis. Ihr habt Glück, dass ihr mich im Moment nicht interessiert. Aha! In your face! Der letzte von euch hat mich ja leider besiegt. Das lasse ich aber nicht nochmal zu. Cha-cha! Ich werde es jetzt auch so machen, ich werde bestimmte Jagdmissionen nur ein- oder zweimal machen. Oder zeigen und nicht so wie jetzt. Einfach nur wiederholen und ja, also ich meine, ihr habt es ja schon gesehen. Ihr wollt ja auch nicht immer wieder den Kampf gegen dieselben Bestien sehen. Also das Sammeln werde ich offline machen. Schmieden neuer Rüstungen und sowas mache ich nur, wenn ihr dabei seid. Das Sammeln der Ressourcen werde ich aber offline machen. Ja. Wir brauchen sowieso noch einen Jumbo-Schädel und den hast du bestimmt auch für mich, oder? Oh, welch freudige Umarmung. Oh Gott. Bleib mir mit einem Schritt weg. Oh Gott, ich werde hier vergewaltigt. Vor allen Zuschauern. Sag mal, wir sind hier nicht in vier. Ich hab gesagt, Kokosnuss-Penetrierer am Anfang. Nicht Flo-Penetrierer. Ah, hoffentlich kriegst du Durchfall. Oh nein, du bleibst schön stehen. Wir sind noch nicht fertig. Okay, das war Chacha, den ich gerade penetriert habe. Sorry. Ja, kannst gern schreien. Am Ende liegst du doch auf dem Bauch. Was? Wenn mich einer von euch stört beim Sammeln, haben wir ein Problem. Jetzt seid ihr dran. Fuck
Klinge. Komm, noch ein bisschen Material. Kann man ja alles mal gebrauchen. Aber wenn nicht, können wir es immerhin zum Verkaufen benutzen. Na, ah, euer Glück. Ja, 5 Minuten. An Objektbox, den Pelz. Die Knochen meinetwegen auch. Den Pelz, Blaupilz, Grau, können wir alles gebrauchen und den Rest verkaufen wir. Ja. Nein, brauchen wir jetzt nicht. Schauen wir lieber mal, was der gute Wimmernhandwerker für uns hat. Ha, bin gerade etwas verwirrt. Die Vogi. Ah ne, Entschuldigung, ich war bei Feuer. Ich war gerade bei Feuer, sorry. Ja, der Azurus. Weil hier die Yagi-Kappe wieder besser ist. Jetzt nicht von der Rüstung her, aber. Na gut, Feuer habe ich ja eigentlich noch nichts damit zu tun, hä? Hm. Ich muss gerade mal ins Inventar. Ah, Moment, das haben wir doch hier, glaube ich, oder? Ah, ja. Nein. Wir müssen noch ein bisschen was verstauen, ist mir übrigens eingefallen. Also, Ausrüstung verwalten. Dann schauen wir mal. Azurus-Beinschienen. Okay. Ja. Azurus-Bein... Oh Moment, habe ich die nicht angezogen? Ach, die habe ich doppelt. Die habe ich doppelt. Also gut, die Beinschienen haben wir schon. Den Rest für die Azurus-Rüstung werden wir uns da mal zusammenschmieden. Also, Freund. Rüstungsfertigung, Rüstungsschmieden. So, also die Beinschienen haben wir. Kuropeko. Na gut, aber ist nicht immun gegen Wasser, daher. Oder immuner. So, also die Azurus haben wir. Dann kommen jetzt die Hüften. Können wir nicht bauen. Arme? Können wir nicht bauen. Brust? Ah, da haben wir doch was. Ja, bitte ausrüsten. So, und am Kopf brauchen wir auch noch den Azurus-Helm. Dafür fehlt Jumbo-Knochen. Bei den Armen... Altarot-Magen, okay. Und Hüfte... Auch der Jumbo-Knochen. Das sieht doch schon etwas seltsam aus. Gehen wir mal noch zu unserer Freundin an der Promenade. Vielleicht verkauft die etwas für uns. So. Was verkaufst du, Alter? Oh, alles runtergesetzt. Das müssen wir ausnutzen. Vogelwimmern Reißzahn. Ach, für Armbrustmunition, okay. Schade. Nicht wirklich etwas, was wir benötigen würden.
Also nochmal zurück zum Dorf. So, alter Rot, das sind doch diese komischen Insekten, oder? Ja. Ja, vielleicht kriegen wir jetzt sowas. Moment, Moment. Nein, nicht auswählen. Ich kann doch mir noch irgendwo die Belohnung ansehen, oder? Nein. Probieren wir es einfach. Ja, machen wir. Kriegen wir hin. So. Dann töten wir mal ein paar Altarots. Diese komischen Insekten. Manchmal haben die doch so einen komischen Sack hinten, oder? Sind das andere Sorten oder gibt es da Bedingungen? Aha! Wenn die gefressen haben, haben die einen Arsch. So rum. Meiner! Jetzt raff ich's. Also wenn die fressen, kann ich den Magen auch bekommen. Okay. Muss einem ja auch mal gesagt werden, ne? Komm schon, respawned. Bäh. Mäh. Gehen wir halt in ein anderes Gebiet. Ach, Shacha, du hast ja bestimmt auch irgendwas gesammelt. Wolltest du mich etwa von hinten überraschen? Komm schon, fresst! Okay. Nein! Shacha, du Depp! 1000 Jahre Durchfall mögen über dich hereinbrechen. Tatzendruckermarke, was ist das? Okay. Papiergeld von den Viechern, okay. Shacha, wie gesagt, 1000 Jahre Durchfall. Hallo. Seid ihr öfters hier? Und ihr fresst. Ihr seid... Ah, ihr habt schon gefressen. Sehr gut. Nein, ihr habt nicht gefressen. Das ist der Kopf. Das ist nicht der Arsch. Wie im echten Leben. Ich verwechsel manchmal Arsch und Gesicht. Das kann aber jedem mal passieren. Echt eine schöne Aussicht hier. Also hier würde man, abgesehen von den Monstern, gerne Urlaub machen.
Wobei mancher auch bestimmt wegen den Monstern hier gerne Urlaub machen würde. Ich finde diese Speed-Ziegen einfach geil. Keine Angst, ich suche nur Insekten. Ich bin Insektenfetischist. Irgendwo werden die doch sein. Wuhu! Paradies! Fresst etwas! Los! Fresst etwas! Ihr seid langweilig. Wehe, wenn ich keinen Magen von euch bekomme. Ah, derzeit kann man noch ein bisschen was ernten. Nutzen wir die Chance. Nur ein Magen. Ja, vielleicht hat auch der liebe Shacha einen Magen gesammelt. Wäre auch nicht verkehrt. Komm schon! Nein! Verdammt, die Zeit hätte gereicht. Ja! Verdammt nochmal, wir haben den endlich diesen verdammten Magen. Ja, bitte speichern. Mein Freund, wie viele Mägen brauchst du eigentlich? Ich weiß gar nicht mehr, wo die waren. Lutroff-Waffenrock, Moment. Ah, den habe ich noch nicht überall. Okay. Weil der Lutroff-Waffenrock wäre mir eigentlich lieber von dem Wasserschutz her. Unreifer Schwamm und Monsterknochen-S, das kriege ich doch hin. Azures Panzer habe ich ja, Kopf. Aha. Ja, bitte. Also. Unreifer Schwamm, Monsterknochen S. Und Azuros Panzer und Jumbo Knochen. Okay, das kriegen wir hin. Allerdings, wie gesagt, ich werde diese Materialien offline sammeln, weil das ist einfach... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr das sehen wollt. Wenn ich das erste Mal in einem Gebiet bin, wird es auf jeden Fall Sammelmissionen geben. So, komm mal. Da wird es auf jeden Fall Sammelmissionen geben. Und hin und wieder werde ich auch eine Sammelmission machen. Aber es ist eine kurze Folge, weil ich kann jetzt eigentlich nichts mehr anfangen. Oder, Moment, ich habe noch eine Vermutung. Wenn das hinhaut... Heute Pflanzenfresserbrot. Okay, doch, wir haben noch etwas.
Ich habe mich eben schon gefragt, was eine Pflanzenfresserbrut sein soll. Im Süden, das kann ja eigentlich nur hier in Gebiet 1, 3 und 2 sein. Da habe ich mich schon gefragt, was das sein soll. Das sind garantiert nur die grauen Viecher ein bisschen. Ah, du verdammter Yagi! Ja, das so ein Vieh habe ich noch nie erlegt. Alter, ist das schnell. Komm her. Ich will deine Hörner. Verdammt, da ist noch einer. Nein! Bleib stehen, spring nicht! Na! Ah! Dann leg ich euch beide um! Das war das letzte, womit ich diese Folge gerechnet hätte. Komm her! Das hat deine Mutter auch geklungen. Was denn dein Freund? Oh nein, Mann, du bleibst stehen. Du bleibst schön stehen. Damit ich dich besser auseinandernehmen kann. Wyvern-Trainer. Also die Pflanzenfresserbrut sind diese komischen Dinge. Es ist einfach nur ein größerer Kelbi. Okay, ich habe mir jetzt was anderes vorgestellt. Siehst ein bisschen mitgenommen aus, Bitch. Ich habe übrigens jetzt doch gesehen, ich habe ja mal ein paar Folgen vorher gesagt, es wäre geil, wenn man so ein kleines Monster-Treffer-Feedback hätte. Das hat man. Das habe ich beim Azurus schon gemerkt, als ich dem irgendetwas zerstört habe. Und hier sieht man es mal schön, den Kamm. Der sieht nicht mehr so ganz frisch aus wie am Anfang. Ah ja. Frag mich nur, wo der zweite ist. Aber ich will jetzt noch in Gebiet Nummer 2 nachsehen, um sicher zu gehen, dass wirklich nichts ist, was wir verpassen könnten.
Gebiet 1. Und von Gebiet 1 kommen wir auch in Gebiet 2. Sehr gut. Einfach nur, um sicher zu gehen. Also es ist ein ziemlich großer Altrott, aber jetzt auch nicht so. So. Komm mal her, dich nehmen wir noch auseinander. Du hast bestimmt irgendwas Großes für mich. Na, ich habe jetzt gehofft, weil er größer ist, hat er irgendwas Bestimmtes. Also zurück zum Dorf. Ich bedanke mich dann, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns nächste Woche bei der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.